Delfine sehen auf den ersten Blick freundlich und nett aus, obwohl sie eigentlich grausame Monster sind und zum Beispiel ihre Babys töten. Warum Delfine so brutal sind und warum Haie nicht ansatzweise so grausam sind, erfährst du jetzt. Delfine und Haie sind faszinierende und hochintelligente Meerestiere, die eine breite Palette von Verhaltensweisen und sozialen Interaktionen zeigen. Delfine werden durch ihr fröhliches Aussehen oft als nett eingestuft, währenddessen das böse Aussehen der Haie sie schlecht und brutal aussehen lässt. Doch das Aussehen täuscht leider. Haie haben im Laufe der Zeit durch Film und Fernsehen ein schlechtes Image erhalten. Jeder, der einen Film wie Der Weiße Hai oder Sharks gesehen hat, kann das nachvollziehen. Doch im Vergleich zu den brutalen Taten der Delfinen ist das gar nichts. Eine grausame Ader der Delfine ist ihr unstillbarer Sexualtrieb. Wenn ein Delfinweibchen sich nicht begatten lassen will, dann rotten sich die Menschen zusammen, isolieren die Delfinen von ihrer Gruppe und halten sie manchmal wochenlang als Sexgeisel. Dabei machen sie aggressive Geräusche und drücken sie mit ihren Gliedern auf den Boden runter. Gruppenvergewaltigungen gegenüber Weibchen sind in der Delfinwelt etwas ganz Normales. Dieses Verhalten wurde beispielsweise bei großen Tümmlern und bei Flaschennasendelfinen beobachtet. Wissenschaftler sind sich jedoch nicht einig darüber, ob dies eine gezielte Vergewaltigung ist oder ob es sich um ein natürliches Ergebnis der sozialen Struktur dieser Delfinpopulation handelt. Die meisten Delfinarten zeigen ein komplexes Sozialverhalten, bei dem Männchen und Weibchen miteinander interagieren, um Partnerschaften zu bilden und sich fortzupflanzen. Wenn du denkst, das war alles, dann hast du dich geschnitten. Delfine neigen auch dazu, Babys von Rivalen grausam zu töten. Es gibt Berichte darüber, dass Delfinmännchen die Babys ihrer Rivalen töten, um ihre eigenen Fortpflanzungschancen zu erhöhen. Dieses Verhalten wurde bei einigen Delfinarten, wie zum Beispiel bei Hektordelfinen, beobachtet. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass Delfine davor das Töten bei Schweinswalbabys üben. 1999 wurden kleine Schweinswalkälber mit gebrochenen Rippen, Bisswunden, inneren Blutungen und Prellungen am ganzen Leib an den Strand der schottischen Bucht Moray Firth gespült. Man fand heraus, dass die Täter Delfine waren. Delfine haben weder Revier noch Nahrungskämpfe mit diesen Walen. Es wird deshalb angenommen, dass sie das Töten an den kleinen Schweinswalen üben, um es dann in brutalster Perfektion an den Delfinbabys ihrer Rivalen ausführen zu können. Es ist wichtig zu betonen, dass dies kein weit verbreitetes Verhalten ist und nicht bei allen Delfinarten auftritt. Trotz der bereits schockierenden Gewalttaten, die Delfine gegenüber anderen Tieren verüben, geht ihre umstrittene Seite noch weiter, indem sie sogar Drogen konsumieren. Im Jahr 2014 wurden bei den Dreharbeiten für eine BBC-Dokumentarserie Tierfilmer Zeugen eines bemerkenswerten Verhaltens. Eine Gruppe Delfine wurde dabei beobachtet, wie sie einen Kugelfisch hin und her reichten. Diese Kugelfische blähen sich auf und produzieren ein starkes Gift, wenn sie sich bedroht fühlen. Die erstaunliche Beobachtung war, dass die Delfine anscheinend dieses Gift in kleinen Dosen zu sich nahmen, um davon Hai zu werden. Zumindest vermuten es die Biologen. Dieses Verhalten trägt zweifellos dazu bei, das Image der Delfine ins Wanken zu bringen. Delfine töten auch aus Spaß. Es gibt einige Berichte über Delfine, die andere Tiere ohne erkennbaren Grund oder für scheinbaren Spaß töten. Es ist wichtig, solche Vorfälle in ihrem seltenen Kontext zu betrachten. Die meisten Delfinarten ernähren sich von Fischen, Tintenfischen und anderen Meerestieren, um ihre Energiebedürfnisse zu decken, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass Delfine absichtlich Tiere töten, ohne sie als Nahrung zu nutzen. Delfine sind neugierige Tiere und können Menschen im Wasser begegnen, darunter auch Surfer. In den meisten Fällen sind die Begegnungen harmlos und Delfine zeigen kein aggressives Verhalten. Sie können einfach neugierig sein und die Anwesenheit von Menschen erkunden. Es gibt jedoch Fälle, in denen Delfine aus Unwissenheit oder versehentliches Verhalten Surfer berühren oder ihren Kurs kreuzen, was manchmal als Belästigung empfunden werden kann. Sie stoßen dann nochmal einen Surfer vom Brett. Viele Surfer berichten auch, dass sie Delfine mehr fürchten als Haie. Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass Delfine, wie viele andere Tiere, ein vielfältiges und komplexes Verhaltensrepertoire haben. Es ist entscheidend, solche Verhaltensweisen in einem umfassenden Kontext zu betrachten und zu berücksichtigen, dass sie in der Natur in unterschiedlichen Umständen und Situationen auftreten können. Forscher und Tierschützer setzen sich dafür ein, das Verhalten und die Lebensweise von Delfinen besser zu verstehen und den Schutz ihrer Lebensräume zu fördern, um das Wohlergehen dieser erstaunlichen Meeressäuger zu gewährleisten. Es zeigt, dass diese ansonsten faszinierenden Meeressäuger auch eine weniger bekannte, dunkle Seite haben. Dennoch ist es wichtig, sie nicht als Teufel zu stempeln, denn ähnliche Verhaltensweisen sind auch bei anderen Tierarten bekannt. Aus menschlicher Perspektive mag es verstörend sein, aber am Ende sind Delfine einfach Tiere, die ihre Instinkte und Verhaltensmuster besitzen. Es ist entscheidend, die Komplexität und Vielfalt der Tierwelt anzuerkennen und zu respektieren. Obwohl es uns manchmal schwerfällt, Verhaltensweisen von Tieren zu verstehen, sollten wir uns bewusst machen, dass sie in einer völlig anderen Welt leben und nach ihren eigenen Regeln handeln. Delfine mögen gelegentlich überraschend oder ungewöhnlich handeln, aber sie bleiben dennoch faszinierende und bemerkenswerte Lebewesen, die einen wichtigen Platz im Ökosystem der Meere einnehmen. YouTube denkt, dass dir das linke Video gefallen würde. Schau es dir an und lass mich wissen, ob sie recht hatten.